ein neues Video, einen Tag mit. Und es ist eine echte Premiere, denn es ist der Start der Ehrenpflaume World Tour. Denn Ehrenpflaume ist unterwegs in Los Angeles und ich freue mich auf einen Tag mit Bill Kaulitz. Juhu, na? Bill. Ich freue mich, ich bin der Erste. Du bist der Erste, also der Erste außerhalb der Welt von Deutschland. Okay. Ja, also so weit sind wir noch nie gereist für einen Tag mit. Also viel Spaß und ich glaube, wir frühstücken jetzt erstmal. Ja, legen wir los. So geht's los. Wie lange bist du jetzt schon in L.A.? Guck mal, bin ich hergezogen. 2010. Wir waren noch minderjährig dann, ne? Es war, ja, 20 war ich. Wir haben eine ganze Tour auch durch Amerika gemacht und haben immer in den House of Blues gespielt. Das sind so die gibt es jetzt nicht mehr, die Kette leider. Auch hier in L.A. am Sunset? Nee, am Sunset. Wir waren die letzte Band, die da gespielt hat. Wir haben das quasi echt zugemacht, das Ding. Das ist jetzt auch schon 4 Jahre her, glaube ich, oder 5 Jahre. Aber die hatten vorher schon vor zu schließen. Die hatten vorher vor. Wir haben es nicht, also wir waren nicht so, okay, Tokyo Hotel, jetzt. Nichts geht mehr. Nichts geht mehr. Okay. Coach Lex sitzt. Ja. Thank you. Ich finde es immer gut, wenn Leute auch kommen aus Europa und Deutschland, bei dir echt einmal so nochmal so rausholen und so. Also ich kenne diese Spots, aber ich bin dann da ganz oft nicht. Ja, wenn du ein paar richtig gute Tipps für L.A. brauchst, kann ich die wahrscheinlich gut ausstatten. Es hat auch gedauert hier in L.A., also als wir angekommen sind. Ich sage immer, wir sind so auf die Straßen hier gefahren und haben hier langsam gelernt zu laufen. Also, ich war so weltfremd, ich wusste gar nicht, wie Leben funktioniert, ne? Weil mit 15 haben wir dann angefangen, da fing es ja gerade erstmal an, so, wir waren vorher in der Schule, so ein erwachsenes Leben zu leben, und dann habe ich mich eben noch gar nichts getraut. Ich wusste gar nicht, weil ich hatte immer einen Tourmanager oder einen Manager oder einen Security, und ich wusste gar nicht, wie man selber was zu essen bestellt, wie man selber wo reingeht. Ich war so weltfremd, ich war so isoliert von dem wirklichen Leben. Und das hat dann erstmal gedauert, dass wir auch hier so uns entspannt haben und gelernt haben, wie funktioniert eigentlich Leben und wie entspannt kann das auch sein, ne? Weil wir waren echt so richtig scheu, wir waren so wie so verschreckte Zirkustiere so ein bisschen, ne? Also, war das denn eine Flucht vor der Berühmtheit? Ja, ich würde sagen, wir sind vor unserer Karriere weggelaufen so ein bisschen, ne? Das war auch so ein Zeitpunkt, wo wir das Gefühl hatten, wir können auch nichts mehr richtig machen in Deutschland. Wir haben so auf den Sack bekommen den ganzen Tag. Es gab immer nur Skandale und. Und da gab es noch nicht mal Social Media. Genau, da gab es noch nicht mal Social Media, ja. Das war immer mit Fotografen vor der Tür und Fans vor der Tür. Und wir hatten das Gefühl, dass jeder Schritt, den wir machen, dass der falsch ist und dass wir irgendwie auch nichts mehr richtig machen können. Und wir konnten es selber nicht mehr hören, und ich hatte das Gefühl, auch die Leute konnten es nicht mehr hören. Das war alles einfach too much. Und dann dachten wir, wir geben mal uns und allen anderen auch eine Pause. Und wir hatten auch gar keinen Plan. Wir sind erstmal nur los und wir haben auch gar nicht beschlossen, wie lange oder so. Wir dachten, erstmal weg und dann sehen wir weiter. Ja, und dann bin ich nie wieder zurückgekommen. Ja, wir haben auch immer noch Freunde so von damals, die dann sagen, als ihr hierher gekommen seid, das ist so lustig, mit denen bin ich heute noch ganz eng, und die sagen, das kann man überhaupt nicht vergleichen, ne? Wie ihr damals war. Klar, das ist natürlich auch viele Jahre her, aber die meinten, ihr habt nur auf den Boden geguckt. Ne? Ihr wart den ganzen Tag immer nur runtergucken, und immer wenn euch wer angesprochen hat, habt ihr nichts gesagt. Ich konnte auch nicht so gut Englisch sprechen. Und immer hattet ihr 2 Securities dabei, stand immer 2 große Männer neben euch und so, weil ich kannte das halt nicht anders. Ne? Und dann irgendwann haben wir gemerkt, Kopf können wir auch hochnehmen und wir können mal gucken, wie das Leben funktioniert, und den Leuten wieder ins Gesicht gucken und eine Unterhaltung führen, und die sind gar nicht daran interessiert, was wir machen, oder die begegnen uns auch ohne Vorurteile und so, und genau. Und das ist natürlich das Krasse auch, also wenn ich jetzt ein bisschen zurückblicke, klar, dadurch, dass ich dich ja dann so jung kennengelernt habe, habe ich natürlich die ganze Entwicklung auch immer sehr intensiv beobachtet, ne? Und habe mir das natürlich dann immer genau angeschaut, und wir haben uns ja zwischendurch dann immer mal wieder getroffen, ne? Und klar hat man natürlich auch ein bisschen gemerkt, dass es da Veränderungen gibt. Ne? Und ich glaube, so vom Typus hast du wahrscheinlich am Anfang das ja auch genossen, diesen Erfolg und diesen Ruhm und diese Aufmerksamkeit. Ja. Aber an welcher Stelle schlägt das dann um? Mhm. Also wann ist der Punkt dann, wo man plötzlich merkt, okay, das ist mehr Last als Lust? Ja, das ist, glaube ich, so ein Erwachsenwerden, würde ich sagen. Ne? Als Kind, ich meine,
als Teenager die ersten Jahre ist es natürlich, ey, du musst nicht mehr zur Schule gehen, kannst über Autogramme schreiben, stehst auf der Bühne, verdienst Geld. Das ist natürlich auf einmal so ein Traum wird wahr, ne? Aber ich glaube, irgendwann so diese Freiheit und Selbstbestimmtheit, ich glaube, das war immer so das Wichtige in meinem Leben, ne? Das wollte ich als kleiner Junge schon. Ich hatte immer Probleme mit Autoritäten und so. Und ich glaube, diese Selbstbestimmte hat mir irgendwann gefehlt, dass ich immer abhängig war von anderen Leuten. Und dann gemerkt habe, so, oh, ich kann nicht einfach jetzt nicht rausgehen. Ich meine, dass man irgendwie erkannt wird für seine Arbeit, belohnt wird und es Fans gibt und so, das ist ja toll. Aber ich glaube, es ging gar nicht so um die Fans wirklich. Es ging, glaube ich, eher auch um so wirklich diese, dass auch unsere Karriere größer wurde als die Musik, die wir gemacht haben. Es ging nicht mehr ums Wesentliche, ne? Es ging gar nicht mehr um die Musik. Also irgendwann hat das gar keine Rolle mehr gespielt. Die Leute kannten auch die Songs gar nicht unbedingt, sondern es war viel wichtiger, wo wohnen die, was fahren die für ein Auto, wen daten die gerade, ne? Das uns hat dann so diese eigene Bekanntheit hat uns dann überrannt und irgendwie stand das nicht mehr in der Relation und wir haben gar nicht mehr verstanden, warum wir das eigentlich machen und dann den Spaß daran verloren. Ne? Und ich glaube, dieses Gleichgewicht, dass man Freude daran hat und selbstbestimmt die Sachen macht, die man machen will. So. Ich glaube, diese Essenz, ne, von dem, was man macht, die muss man wieder finden. Und dann haben wir auch erst angefangen, selber Musik zu machen, ne, und selber ein Studio zu haben. Und so. Wir hatten ja zwischendurch gar keine Zeit mehr, Musik zu machen. Das war immer nur so ein Studiotermin. Ah, jetzt müssen wir schnell zwei Songs aufnehmen, weil die Plattenfirma möchte morgen ein Album machen. Und eigentlich waren wir aber die ganze Zeit unterwegs. Fotoshootings, Werbedrehs, Auftritte, Touren. Ja, wir hatten gar keine Zeit, über Musik nachzudenken. Und darum ging es dann gar nicht mehr. Und das war so schade auch. Ne? Ich glaube, es gab so eine Zeit, wo ihr vielleicht auch mehr Posterboys wart, als genau, dass ihr wirklich Musiker wart. Ja, genau. Also wo. Und was ich mich immer gefragt habe, weil das kann man sich ja oft gar nicht erklären, und ich habe für mich zumindest auch keine Erklärung gefunden, warum ihr an irgendeiner Stelle plötzlich so viel Hate bekommen habt. Ja? Warum wart ihr plötzlich so Gegenstand von, ja, teilweise ja auch völlig unbegründetem Hass? Total. Also so, ist ja irgendwie so, wow, Tokyo Hotel, wow, voll ätzend. Mhm. Ja? Also war das dieser mediale Hype, ne? Dass alles so drüber war, dass man gesagt hat, man kann die nicht mehr sehen, man kann die nicht mehr hören. Also ich hab für mich nie eine Erklärung gefunden. Also ich muss sagen, die Zeit hat sich auch geändert. Also heute, jetzt bin ich über 30, wenn ich da heute drauf gucke, denke ich manchmal so, krass, dass man mit 15, wir ja auch physisch angegangen wurden teilweise. Ne? Also wir hatten ja auch vor allem immer Security, weil die Leute haben ja mit Sachen auf uns geschmissen, mit Flaschen und Eiern. Ne? Wir haben das alles auch, ne? Wir konnten nie auf Festivals spielen, weil wir wurden wirklich physisch angegangen. Es gab draußen immer Demonstrationen vor den Venues und so. Das war ganz krass. Ich hatte eine Zeit lang Polizeischutz mit 16, dann gab es so Morddrohungen und so, ne? Und dann ist meine Eltern sind natürlich ausgeflippt, das war ganz schlimm für die, ne? Und wir hatten echt, teilweise hatte ich alleine vier Securities und Polizei um mich rum und so, und an roten Teppichen wurden Leute mit Messern rausgezogen, ich meine, das war Wahnsinn. Aber hast du heute eine Erklärung? Also, so richtig, so, nee. Ich glaube, es ist einfach... Ihr habt Musik gemacht, an der konnte man, also nee, die konnte man gut finden und man konnte sie nicht gut finden. Das ist aber immer so mit allem, was man ja im Leben tut. Ja, du warst ein extremer Typ, erstmal optisch, aber... Ich glaube, da kamen eben viele Dinge zusammen. Ich glaube, es kam dahin zu, dass wir sehr jung waren, sehr erfolgreich. Ich glaube, da war viel Neid dabei. Dann waren wir sehr unserer Zeit voraus, was auch so... Akzeptanz angeht. Mein Bruder war Hip-Hopper, total. Ich war irgendwie, weiß ich nicht, geschminkt und halb Drag, halb irgendwie Anime. Das war irgendwo auch das Krasse. Ich kann mich erinnern, Tom immer mit seiner Basecap und seinem Tuch rum und so. Die anderen beiden passten so gar nicht rein und eigentlich haben wir auch so Gruppen miteinander vereint, die sonst gar nicht miteinander reden würden. Ne? Also eigentlich war es ja damals, das war ja ein Affront als Hip-Hopper, auch mit einem Rocker rumzurennen und irgendwie so. Ne? Das waren ja alles so verschiedene Lifestyles und Lebensgefühle. Und ich glaube, das war auch so eine Provokation an sich. Also das war, viele haben sich davon provoziert gefühlt und haben das nicht verstanden, warum wir das machen. Ne? Und ich glaube, da sind auch viele Unsicherheiten. Heute ist es ja auch, ne, die Gender-Normen werden aufgebrochen und heute hat das fast schon was Modernes und wir gehen in so eine ganz andere Richtung. Aber vor 10 Jahren war das schon noch anders. Also ne, da war das für viele ein Problem, dass ich nicht
einzuordnen war, dass man nicht wusste, mit wem geht er heute Abend ins Bett, steht er auf Männer, steht er auf Frauen, was zieht er an, warum darf er sich schminken, warum hat er lange Fingernägel und geklebte Wimpern und so. Das war halt zu der Zeit echt auch noch ganz schön ein Tabu. So, ne? Und das hat auch viele, glaube ich, damit ihren eigenen Problemen dann auch verunsichert. Auf jeden Fall. Mhm. Und dann kam welche der, Rolle haben die Medien dabei gespielt? Also wir waren natürlich auch ein heiß geliebtes Thema da in den Medien und uns zu zerreißen. Das hat sich eigentlich so ein bisschen, also es ist ja immer so aufbauen und dann draufhauen. Ne? Und das muss man sagen, ist ein deutsches Ding. Es ne? ist ein sehr deutsches Ding. Immer, wir schaffen Helden, um sie hinterher zu vernichten. Und wenn jemand zu groß wird, dann will man eigentlich oben drauf klopfen und sagen so, na, aber nicht zu groß. So. Und ja, das war natürlich für uns auch... Das war für uns natürlich auch nicht einfach. Wir dachten dann, okay, weil man will sich das auch nicht jeden Tag reinziehen und das lesen und das immer so mitbekommen, dass so viel Negativität und dann... Also jetzt überlege ich mir natürlich, also jetzt bist du ja der vielleicht von euch Vieren gewesen, der am meisten das Rampenlicht gesucht hat. Ne? Mhm. Und die anderen haben das ja aber genauso mit abgekriegt. Ne? Ja. Also vielleicht hat sich es am meisten auf dich jetzt fokussiert, aber schlussendlich haben ja alle darunter zu leiden gehabt. Voll. Ich meine, ich war ja auch ein bisschen schuld. Ich hab mich echt wirklich teilweise auch immer so ein bisschen schuldig gefühlt, weil Georg und Gustav, glaube ich, hätten heute auch ein anderes Leben. Ne? Das heißt, ich habe mich auch immer ein bisschen verantwortlich gesehen. Wer ist der normalste von euch Vieren, also heute? Georg. Obwohl, Gustav wahrscheinlich. Also Gustav ist so, der wohnt ja in Magdeburg, der hat dann Haus gebaut, der hat Frau und Kind, der fährt die Kleine morgens in die Kita, der grillt nachmittags in seinem Garten und so. Wir waren ihm neulich mal besuchen, da hat er gesagt, bitte lauf nicht so viel auf der Straße rum, die Leute hier wissen alle nicht. Die wissen nicht, was ich beruflich mache. Genau, die wissen nicht, was ich mache und wenn die euch sehen und so weiter, ne? Weil es wirklich teilweise so ist, für die ist das eben der Nachbar Gustav und die wissen gar nicht genau, der macht irgendwie Musik, aber so genau wissen die das nicht. Und aber dafür muss ich sagen, als wir uns jetzt in Berlin gesehen haben, hatte er echt eine fancy Frisur mit seinen geflochtenen Haaren. Und so habe ich gesagt, wow. Das putzt er sich dann auch mal raus. Das geht auch heute. Findet er dann auch mal gut. Und Georg ist so ein bisschen mehr, der ist jetzt in Berlin mittlerweile und der ist so ein bisschen mehr involviert. Also kümmert sich Georg echt darum, dass ich meine ganzen Termine schaffe, ehrlich gesagt. Der ist so ein bisschen auch unser Backoffice und mein Backbone, dass ich das überhaupt alles so hinbekomme und der organisiert immer alles für uns. Also für die ganze Band, aber auch für mich und guckt dann immer, wenn wir nach Deutschland kommen, dass das alles passt, dass wir alles zusammenkriegen und so. Also der ist so ein bisschen unser Backbone in der Band. Also ohne den könnte ich das nie machen, aber so haben wir alle unsere Rolle, glaube ich, ganz gut gefunden. Tom macht die Musik und der ist gerne im Studio und der bereitet immer alles vor, jeden Auftritt, wenn wir auch zu dir kommen, bei Klein gegen Groß und wir treten da auf oder so. Das macht immer alles dann Tom, der bereitet das vor, der guckt, dass alle ihren Part spielen können, weil zusammen proben ist ja auch nicht so einfach. Meistens treffen wir uns dann kurz vorher und dann muss das dann eben auch alles funktionieren. Ja, und so haben wir halt alle so ein bisschen so unsere Rolle, ne? Also ganz unterschiedlich. Ja, ich sag so, wenn wir uns heute sehen würden irgendwo, wir hätten nicht viel miteinander zu tun. Ich glaube, die Band ist so, das ist halt so unser, ne, das ist so unsere Familie und wir sind auch wie Familie. Also ich sage immer, wir sind in erster Linie Familie und dann haben wir auch noch eine Karriere zusammen. Aber wir sind vor allem zusammen aufgewachsen. Ne? Also, ja? Ja, das ist krass. Fällst du hier auf? Also drehen sich Leute nach dir um und Also eine Bekanntheit als Bill wirst du hier nicht in dem Maße haben, aber auch als Typ. Also ich glaube schon ab und zu, also kommt auch drauf an, wo man hingeht, glaube ich. Und wie groß der Hut ist, den du auch. Und wie groß der Hut ist, genau, in der Kirche ist natürlich darum. Mhm. Aber eigentlich genau das ist der Grund, warum wir hergekommen sind. Du kannst dich hier schön untermischen. Mhm. Es gibt hier so viele laute Menschen und Freaks und Träumer und ne, also alle kommen auch hierher, um Karriere zu machen und wir kamen her, um das Gegenteil zu machen. Und darum war das super, weil ganz viele Leute wollen um jeden Preis aufhören in LA. Und wir wollten das nicht und darum war das für uns der perfekte Ort eigentlich, ne? Also das perfekte Versteck so ein bisschen. Ja, von daher würde ich sagen, ab und zu, also es ist hier so anders, du kriegst hier Komplimente, ne? Viele sagen immer, es ist Fake und die hassen das, aber ich sag immer, ja, ich hab doch lieber irgendein Fake oder irgendein liebes, vielleicht nicht ernst gemeintes Kompliment als ein Arschloch, also der dir sagt, irgendwie so, siehst denn du aus oder ruft dir irgendeine Scheiße hinterher. Ich könnte, glaube ich, in meinem Bühnenkostüm mit Riesenschultern und weiß ich nicht, Haaren und Brille auf High Heels hier langlaufen und maximal würde passieren, dass jemand sagt, you look amazing, wow, I love your outfit, so, ne? Und das ist in Deutschland schon was anderes.
Vielleicht sollte man das nicht nachts in Downtown machen. Nee, genau. Natürlich gibt es auch Orte, total. Natürlich gibt es auch Orte. Ich meine, hier gibt es natürlich auch ganz krasse Hood und so weiter. Ne? Und die Banden. Gegensätze sind krass, ne? Ganz krass. Also ich glaube, wenn es einem wirtschaftlich ganz gut geht, kann man in der Regel hervorragend leben. Absolut. Man hat alle Freiheiten und natürlich auch tolle Möglichkeiten zu wohnen. Ja. Aber es gibt auch das andere Extrem. Ich meine, eben fährt dann irgendwie ein Lamborghini lang und weißt du, also die Extreme sind richtig, richtig krass. Das kannst du auch mit Deutschland nicht vergleichen. Das ist schon echt anders. Oh wow, siehst du, ich kenne das hier schon wieder alles gar nicht mehr. Da lang? Also, ich finde die beide eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Weißt du, was ich sagen würde? Du bist nicht der Typ für hängende Flügel. Das stimmt. Ja, also dich, aber du auch nicht. Nein, aber da muss ich dir den Vortritt lassen. Ja, okay. Weil wenn ich dich mit Flügeln sehe, dann doch bitte so. Dann die großen ausgestreckt. Mhm. Wenn ihr in L.A. Musik aufnehmt, habt ihr da irgendwie ein fixes Studio oder macht ihr das zu Hause? Oder? Also wir haben zu Hause ein Studio, aber wenn wir mit der ganzen Band mal im Studio sind, was wir nicht zu oft machen, aber dann gehen wir auch gerne mal in ein richtig großes Studio, das East West auf dem Sunset. Da gehen wir schon mal als Band auch zusammen hin, ja. Ich war noch nie in so einem richtig großen Musikstudio, muss ich wirklich sagen. Das ist für mich, weiß nicht, warum. Ist auch eigentlich oldschool, aber manchmal ist es irgendwie auch ganz gut für so Inspiration und so. Wir sind da manchmal ganz gerne. Oldschool muss ja nichts Schlechtes sein. Nee, genau. Wie ist mit dir? Bist du jemand, der gerne Auto fährt? Grundsätzlich gerne. Und ja, also ich fahre jetzt in Amerika wieder. Ich bin ähnlich wie auch mit dem Musikinstrument. Ich bin ganz lange nicht gefahren, weil Tom immer gefahren ist und wir sind ja überall zusammen hingefahren. Und ich Ach, war stimmt, immer, du hast doch erst zu spät einen Führerschein gemacht, ne? Nee, ich habe früh einen Führerschein gemacht. Echt? Und dann hab ich aber einen ganz krassen Unfall gehabt. Okay. Mit 18, glaube ich, 19. Mhm. Und hatte wirklich so einen ganz, hab halt einen super Schutzengel, mir ist nichts passiert, aber das ganze Auto war gecrashed. Und bist selber gefahren? Bin selber gefahren. Mhm. Und wo war das? Das war auf dem Weg zu den EMAs in Berlin. Mhm. Und da sind wir am nächsten Tag aufgetreten und ich bin nachts gefahren und hatte ein ganz neues Auto, habe da ewig drauf gewartet. Das war so die Jungfernfahrt zum ersten Mal und so, habe mich total drauf gefreut. Aber zu der Zeit wurde ich immer noch ganz viel verfolgt von Fans und Fotografen und so. Und das heißt, ich bin total gerast und bin dann mit 230 auf der Autobahn, ist mir jemand davor gefahren. Und da habe ich mich gedreht in die Mittelleitplanke rein, Motorhaube weggeflogen und so, total Schaden. Mir ist wirklich nichts passiert. Aber danach habe ich irgendwie Angst gehabt vor anderen Leuten, weil der Typ ist mir halt echt in letzter Sekunde davor gefahren. Und dann bin ich nicht mehr ins Auto gestiegen, dooferweise, weil ich hätte wahrscheinlich sofort weiterfahren sollen. Das weiß man aus der Formel 1. Ja. Face your fear. Ja, genau. Mhm. Das haben sie leider nicht gemacht. Und dann, war ich auch so fahrfaul, weil Tom dann immer gefahren ist. Und jetzt wohnen wir ja nicht mehr zusammen seit 3-4 Jahren und in L.A. brauchst du natürlich ein Auto. Das heißt, ich habe dann wieder angefangen und jetzt kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich nicht gefahren bin. Also jetzt fahre ich seit 3 Jahren wieder und liebe das auch. Ja, die East West Studios. Das heißt, wenn ihr Musik macht und mal ins Studio geht, dann hier. Wie soll ich sagen, so richtig altes Tonstudio, aha, weißt du, sowas gibt es ja so selten nur noch. Ja. Und ich finde es manchmal schön, weil heute ist ja so, alle klappen ihren Laptop auf und machen Musik überall, weißt du, im Flieger oder weiß ich nicht. Und manchmal finde ich schön, wenn man noch so diesen, hier riecht es auch noch so richtig nach Studio. Und manchmal finde ich das schön, obwohl man es ja eigentlich nicht mehr braucht, ne? Es sei denn, man macht so Big Band. Aber hier kannst du natürlich auch gute Producing auch filmen und total. Das ein bisschen, ne? Ja, wir haben mal ein Musikvideo gedreht hier auch und und ich liebe das mal. Also wenn wir so mit der ganzen Band manchmal sind oder wir bereiten uns vor, weißt du, so auf Shows oder so oder auch, ne, wenn wir mal im Fernsehen auftreten müssen oder so und dann mal alle zusammenkommen, wir sind ja echt selten nur noch zusammen, aber dann sind wir manchmal dann in so Studios und machen das da, finde ich immer am schönsten eigentlich. Was habt ihr hier produziert? Wir haben hier von der Kings of Suburbia Platte, die kam 2015, da haben wir Run, haben wir hier gemacht und hier haben wir auch das Video dazu gedreht. Zeigen wir gleich mal, ne? Das können wir einen kleinen Ausschnitt mal zeigen, das ist immer ganz cool dann zu sehen. Ja, ne? Ja. Run, 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 run,
ich war ehrlich gesagt bei einer richtigen Musikproduktion noch nie dabei. Mhm. Das heißt, hier werden dann die Instrumente gespielt eingesungen. Genau, eingesungen gibt es immer noch mal einen kleinen extra Raum, der dann total schalldicht ist. Genau, so eine kleine Vocalkammer. Und dann da drüben sitzen meistens dann total viele Leute, Produzenten und Schreiber und so weiter. Ich mag eigentlich immer, wenn da gar keiner sitzt. Ne? Mhm. Also wenn ich zum Beispiel so Vocalaufnahmen mache, dann sitzt da meistens nur Tom. Also, und jetzt so, wir machen das jetzt schon, guck mal, wir sind jetzt 19 Jahre geworden, 20 Jahre. Das ist so, ich fühle mich dann auch manchmal schon so ein bisschen alt und denke so, krass. Aber jetzt, ich wollte sagen, so jetzt nach 20 Jahren auch aufzunehmen im Studio, weiß man dann irgendwann auch, wie man klingen will, und dann braucht man auch diese ganzen Leute nicht mehr. Ne? Also wir haben irgendwann gesagt, so, oh, ich will das gar nicht mehr, und das sind dann auch zu viel Egos und... Okay. Habt ihr für euch so ein Gründungsdatum für euch als Band, wo ihr sagt, da hat alles angefangen? Also ihr wart ja damals noch im Tokyo Hotel. Genau, wir waren Devilish, genau. Wir streiten uns, wir sind ein bisschen unsicher. Wir glauben so 2001, ne? Mhm. Also, guck mal, ich war 2003 bei dir in der Sendung. Mhm. Und ich meine, so 2 Jahre davor haben wir uns kennengelernt. Ja. Aber da wart ihr 10. Ja. Genau. Und dann die anderen beiden waren ja ein bisschen älter. Mhm. Gustav ist ein Jahr älter, Georg 2 Jahre älter. Und das war ja eigentlich so ein bisschen so notgedrungen, weil es waren die einzigen in unserem Alter, die da auch Musik gemacht haben. Darum, das war so, okay, ah cool, du spielst Schlagzeug und du spielst Bass, okay, alles klar, dann sind wir jetzt eine Band. So. Und aber war das ein Schulprojekt, also so eine Musik-AG oder so? Oder wie nee, wir waren, also Tom und ich waren erst alleine, wir sind auch schon zusammen aufgetreten, da hatten wir noch einen anderen Namen, da hießen wir Black Question Mark. Fanden wir total cool, also auf Englisch und ja, so. Ja, wollte ich ja sagen, auch zu der Zeit und so. Ja, und so. Ja. Und dann, warum Black Question Mark? Weil wir haben so gedacht, oh, was wäre denn ein cooler Bandname? Mhm. Und dann dachten wir so, naja, wissen wir nicht, also Fragezeichen, keine Ahnung. Und dann haben wir überlegt, Englisch war damals immer cool. Und dann haben wir unsere Eltern gefragt, wie übersetzt man das auf Englisch? Und die meinten Black Question Mark. Wir so, okay, that's it, das ist unser Name. Wir sind dann immer aufgetreten. Und dann hatte ein Musikschullehrer aus Magdeburg, der war auf so einer, wir haben eine offene Bühne gemacht. Und da hat er uns zugeguckt und dann meinte er so, ja, wollt ihr nicht? Weil wir immer gesagt haben, wir wollen einen richtigen Drummer und einen richtigen Basser und so. Und dann meinte er so, ja, ich habe 2 Jungs bei mir auf der Musikschule. So, ich bringe die mal mit. Und dann hat er die mitgebracht zu einem Konzert und dann haben die sich das angeguckt. Und Tom und ich standen da mit Keyboard, haben so einen Knopf gedrückt, dann kam so ein Beat. Und dann hatte ich so ein Mikrofon und dann habe ich mit dem dazu gesungen und Tom hat Gitarre gespielt. Und dann, und dann waren die da, dann haben wir uns danach kennengelernt und dann haben wir wie so ein Casting gemacht. Wir so, ja, ihr könnt mal im Proberaum kommen und dann mussten die uns vorspielen. Und ich weiß noch, Gustav hat uns vorgespielt von Phil Collins, eine Nummer. Und er hat da getrommelt und Tom und ich saßen so da und meinten so, ja, okay, good enough, ist okay, ja, das klappt. Ja, und dann war er geheiert, dann war er so, okay, alles klar, dann sind wir eine Band. Und Georg war echt so, der hat gerade angefangen, der hat ein halbes Jahr Bass gespielt, der hatte noch so einen Einsteiger-Bass, weißt du, den man so für 99 Euro mit Verstärker kaufen kann, in so einer Tasche. Und dann war das halt nur so ein Hobby. Der hat nebenbei Handball gespielt und das war eigentlich eher so ein Spaß für ihn. Er hat das überhaupt nicht ernst genommen. Gibt's irgendwelche Bilder aus der Zeit? Also auch VHS-Videos oder so? Ja, irgendwas? Total viel. Gibt's alles. Ja, ja. Wie wir da auftreten im Gröninger Bad und Ich glaube, da mussten wir nochmal was... Ja. Das müssen wir, glaube ich, hier mal zeigen. No front, aber ich würde sagen, so Georg, glaube ich, in der Zeit... sicherlich würde ich mir vorstellen, so ein totales Babyface gewesen. Totales oder? Babyface. Ja. Georg war so ein richtiger, eigentlich so... totaler Streber, so schnöselig. Tom und ich, wir waren so richtige Straßenkatzen. Ne? Wir waren so vom Dorf und wir waren so rotzig und frech. Und Georg war so, der war auf einer schöneren, war es eine Privatschule, ich glaube sogar, ja. Und der war eine schönere Schule. Wir waren auch so im richtigen, ne? Das war echt ghetto-mäßig bei uns eigentlich. Und er war so, ja, er war so, der kam aus einer Ärztefamilie, ne? Der war so ein bisschen, ne? Der auch mit seinem Bass, den hat er immer ganz artig umgeschnallt. Und Tom und ich, wir waren da schon wesentlich rotziger. Ja, und eigentlich, wie gesagt, ich glaube, wenn wir uns so getroffen hätten, hätten wir jetzt gar nicht unbedingt uns angefreundet. Ne? Also es war eher so diese Musik, die uns dann eben verbunden hat. Und er dachte, alles klar, und ich spiele mal ein bisschen Bass und so. Ja, und dann sind die da ja irgendwie reingerutscht. Also ich sag mal so, wenn ich da damals nicht mitgemacht hätte in deiner Sendung, dann wäre das vielleicht auch alles anders gelaufen. Das muss man vielleicht nochmal so sagen. Ne? Also der Kontakt damals zu der Plattenfirma ist ja über Star Search entstanden. Mhm, genau. Ne? Da war die Universal quasi Labelpartner der Show.
Und die haben dich dann gesehen und dann gab es einen Produzenten, der dann irgendwie gesagt hat, ja klar, ich meine, du warst natürlich ein auffälliger Typ. Mhm. Ja, und dann hat aber irgendjemand gesagt, ja, also wir können ihn solo machen, aber das Bandprojekt könnte auch spannend sein. Genau, ja, und der kam uns dann besuchen und dann ging es los. Und das war, glaube ich, dann so 2 Jahre danach, 2005? Ja, genau, 2005, genau. Ja, 2003, los, ne? Genau, war ich bei dir in der Sendung und dann haben wir 2 Jahre an der Platte, glaube ich, gearbeitet und dann ging es 2005, ging es dann los. Ja. Und dann ging es ab. Dann ging's ab, aber echt. Nicht mehr. Heute Abend singt Bill live hier auf unserer Bühne. It's Raining Man. Hier ist Bill. The streets, the place to go. Just a night for the first time. Just about to have this test. For the first time in history, it's gonna start raining, man. It's raining, man. Hallelujah, it's raining, man. Amen. Bild, fantastische Performance. Und wirklich unglaublich. Ich meine, du kommst ja an, du hast deine Sachen immer selbst dabei. Wie kommst du auf die Ideen? Ich finde es einfach langweilig, so rumzulaufen wie jeder andere. Ich finde es total schön, aufzufallen und was Besonderes zu machen. Das hast du heute absolut getan, ja? Dankeschön. Ja. Wann hast du das letzte Mal It's Raining Man gesungen? Oh, lange ist es her. Das war wirklich, glaube ich, bei dir, obwohl stimmt nicht, auf Partys oder so bestimmt. Weil ich liebe den Song echt, das ist ein Mega-Song. Ja, und das war irgendwie natürlich für uns besonders, unsere kleinen Autogrammkarten und so, ne? Das war so wirklich, man hatte das Gefühl. Ja, da habe ich sogar noch welche von zu Hause. Ja, diese Mini-Karten. Ja, genau. Ja, das war natürlich aufregend. Das war so ein bisschen so kurz vor Star-Sein und man hatte das Gefühl, oh mein Gott, Kameras und Leute erkennen einen und so. Und dann ist man ja noch in der Schule. Das war alles, das war so die aufregendste Zeit in meinem Leben eigentlich so, ne? Ja, cool. Was würdest du sagen, wo ist neben Deutschland so die größte Fanbase? Südamerika. Ist tatsächlich ja, so. Also Mexiko auf jeden Fall. Wir waren auf Tour, als es anfing mit Corona. Ne? Wir waren seit Ewigkeiten, ich glaube seit 6 Jahren zum ersten Mal wieder auf Tour. Es ist nicht so einfach, da hinzukommen, das zu planen. Auch dass das mit dem Routing klappt, weil du kannst ja nicht mit dem Tourbus fahren. Und haben ewig daran gesessen, dass wir da mal wieder hin können. Und dann haben wir das endlich gemacht. Und dann kam Corona nach der dritten Show. Und dann mussten wir alle nach Hause fliegen. Wir hatten 25 Leute Crew mit dabei, alle aus Europa. Alle Grenzen haben zugemacht, schnell alle weggeflogen. Es war das totales Chaos. Ne? Und Tom und ich hatten direkt uns das eingefangen. Wir kamen nach Hause. Oh, ihr hattet's direkt, wir kamen von Tour. Okay. Wir wussten es ehrlich gesagt nicht. Mhm. Wir sind sofort aber in Quarantäne. Es war ja totale Panik überall. Gab noch niemanden, der getestet hat. Das war ja gerade ganz, ganz frisch. Es gab einen Arzt in L.A., der es gemacht hat. Und Tom meinte zu mir, ey, lass uns bitte checken, ob wir das haben. Ich so, ach Quatsch. Ich so, das kann doch gar nicht sein und so. Das, ne? Wir fühlen uns super. Ich wäre auf der Bühne, alles gut. Und Tom so, ah, ich hatte den einen Abend, ne, hatte ich so ein bisschen Fieber. Und wir sind sofort ins Gästehaus eh, wir haben die Familie, den Rest der Familie nicht gesehen, das waren nur wir beiden, weil wir dachten, okay, nur mal sicher, erstmal irgendwie ein paar Tage da rein. Dann machen wir den Test, das hat aber auch noch zu dem Zeitpunkt 10 Tage gedauert, dass du das Ergebnis kriegst. Und dann ruft uns echt der Typ an nach 10 Tagen, der Arzt, und sagt so, ja, wie fühlen Sie sich denn? Ich so, aber hast du irgendwelche Symptome wie Geschmacksverlust oder Geruchs? Ich so, top fit und so weiter, ne? Ist auch kein, gar nichts. Doch, das Einzige, was ich dann hatte, war wirklich, nachdem ich das dann auch wusste, ich habe dann auf einmal gemerkt, ich schmecke nichts mehr. Ne? So, dann hatte ich so für 3 Wochen nichts gerochen und nichts geschmeckt. Aber ansonsten hätte ich auf der Bühne gestanden. Ich hätte es gar nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Zum Glück. Also, ich meine, wir haben echt Glück gehabt. Ja, und dann waren wir damit durch. Die Tour mussten wir absagen, Südamerika. Und jetzt seitdem waren wir auch nicht wieder... auf der Bühne, darum, ich freue mich jetzt auf April und Mai. Wie ist das musikalisch überhaupt bei euch so, also wie findet ihr euch musikalisch? Wer ist da so sehr federführend? Also so, ich glaube, ich meine, du bist wahrscheinlich mit Tom sehr related dann und Gustav und Georg so. Also Gustav und Georg, die schreiben eigentlich nicht, ne? Also man hat immer so ein bisschen so diese romantische Vorstellung, dass eine Band zusammen ins Studio geht, weißt du, so wie hier, dass man so irgendwie zusammenkommt. Das passiert auch mal, aber das ist echt selten, ne? Also wenn wir jetzt zusammen proben, dann jammen wir auch mal rum und es entsteht mal irgendwie ein Song oder wir spielen einfach mal so einen Quatsch zusammen. Aber eigentlich ist es schon so, dass Tom die Musik macht, der produziert alles. Also wir haben zu Hause ein Studio und
Tom sitzt da eigentlich Tag und Nacht und macht Musik. Der spielt alles ein bisschen. Ein bisschen Klavier, ein bisschen Schlagzeug, ein bisschen Gitarre, ein bisschen sehr gut Gitarre. Aber spielt von allem so ein bisschen und macht dann und produziert meistens Musik. Und dann komme ich rein und mache sozusagen die Melodien darauf und schreibe die Texte darauf und so. Manchmal habe ich natürlich auch eine Melodie-Idee oder eine Textidee und gehe damit zu Tom. Aber meistens produzieren wir erst die Musik. Genau. Wie ist es bei dir so mit Instrumenten? Leider gar nicht. Ich finde, das sieht gut aus. Das heißt, wann immer du ein Instrument in der Hand hast, müssen wir davon ausgehen. Ich habe gerade ein Bild gepostet auf Instagram und hatte diese Gitarre und dachte so, okay, natürlich wissen alle, dass ich keine Gitarre spiele. Also es ist wirklich ganz, es ist eigentlich peinlich. Also es ist so schlimm. Ich weiß nicht, ich kann nicht mal da oben greifen. Ich weiß nicht, was man da macht, gar nichts. Es ist eigentlich furchtbar. Gibt es ein Instrument, was du gerne spielen können würdest? Ich würde voll gerne Klavier spielen können. Okay. Ja, ich finde, also dazu sitzen, Klavier zu spielen und zu singen, ich glaube, das ist super. Aber das Schwierige ist natürlich auch noch beides zusammen zu machen. Ja, das ist immer irgendwie, also Klavier ist so ein Ding, wenn Männer Klavier spielen können, am Klavier spielen, am Klavier sitzen und singen, das ist irgendwie immer so ein Killer. Ich meine, da hast du doch gewonnen, oder? Ist doch so super ultimate romantisch und sexy irgendwie. Ja. Also. Bei Frauen ist es dann, glaube ich, eher Gitarre. Aha. Ne? Also ja, so. Gut, weil Frauen haben auch immer diese Fantasie von so einem langhaarigen Gitarrenspieler. Ne? Also mein Bruder. Die Gitarre hat einen ganz großen Vorteil, die kannst du mit an den Strand zum Lagerfeuer nehmen. Das war ein Klavier. So klavierschwer, du kannst so ein kleines Keyboard mitnehmen irgendwie so. Ich war immer zu faul leider. Das muss ich echt sagen. Ich war immer so, ich hatte keine Geduld. Und dadurch, dass natürlich Tom das gemacht hat, brauchte ich es nicht, weil ich hatte immer meinen Pianospieler und meinen Gitarristen da und dann dachte ich immer, komm, dann spielt der und ich war dann mehr interessiert, irgendwie die Performance zu planen und Looks und Outfits und zu singen und Texte zu schreiben. Und wie sind die gesanglichen Fähigkeiten von Tom dann? Im Gegensatz, weil ihr müsst ja, als Zwillinge müsst ihr ja irgendwelche Unterschiede geben. Also der schämt sich total. Ich bin fest davon überzeugt, dass der genauso singen könnte wie ich, aber er traut sich nicht. Okay. Also er singt nur vor mir, weißt du? Aber dann kannst du es ja beurteilen. Ja, aber auch nicht richtig. Ne? Er stimmt da so ein ganz bisschen an, aber nie zu viel. Und das Doofe ist, weil wir so connected sind, weiß ich immer sofort, was er meint. Und singen das dann für ihn quasi aus. Aber er kommt, wenn er jetzt eine Melodie hat oder so eine Idee für einen Song, dann summt er mir das vor. Und das ist auch echt nicht so gut in dem Moment. Aber wenn der das jetzt wollen würde, dann könnte der das sofort auch. Ich glaube, der will das einfach nicht richtig und der schämt sich auch ein bisschen und ist dazwischen. Das ist halt nicht so sein Ding. Der mag halt nicht im Mittelpunkt stehen. Das glaubt man immer gar nicht, ne? Aber Tom hasst es, weil er steht ja leider sehr viel auch. Da wird es von später vielleicht nochmal drüber gehen. Ja. Aber das stimmt ja auch, weil Tom hat ja auch zum Beispiel kein eigenes Insta. Nee. Der hasst, also wenn. Also es gibt einen Account, aber da passiert nichts. Ne? Genau, kein Post. Also wenn es nach ihm gehen würde, ungelogen, der würde am liebsten im Studio sitzen, die Musik machen und wird mich losschicken. Neulich hat er schon wieder zu mir gesagt, okay, Bill, als nächstes machen wir dein Solo-Projekt. Das finde ich super. Ich produziere das alles, ich mache das alles und du gehst damit los. Also. Das ist Stitch und das ist Kappa. Und er ist ein totaler Opi schon, er ist schon 13. Und er ist noch ein wildes Baby eigentlich. Der ist drei geworden. Genau, und er ist schon richtig, ein klappriger Opa, der ist mit uns überall auf Tour gewesen, immer im Tourbus mit unterwegs. Und er ist noch ein kleiner Wilder, ne? Oh, mein Liebling. Das ist Toms Hund, ich passe nur auf ihn auf quasi gerade. Und eigentlich nehmen wir die beiden mit. Also die fliegen dann mit uns und sind dann immer mit dabei. Die kennen das auch, die sind schon seit sie ganz klein sind. Und wie gesagt, Kappa, ja, der ist 13 oder 14. Das heißt, der war auf den meisten Tourneen auch wirklich mit. Der ist mit uns durch ganz Europa mitgetourt und geflogen. Boah, wenn du reden könntest. Ja, wenn er reden könnte. Das stimmt. Zum Glück nicht, ne? Zum Glück, sicher. Was der alles zu erzählen hätte. Ich meine, das ist jetzt wieder so ein gutes Beispiel, ne? Jetzt LA Downtown, jetzt zum nächsten Step. So, als ob du von Berlin nach Hamburg fährst, von München nach Nürnberg. Ja. Die Leute, die leben ja auch in ihrem Auto hier. Es ist immer so, die haben immer Essen dabei, ein Change of Clothes, also irgendwas hinten, ne? Ein anderes Outfit nochmal. Die meisten schminken sich im Stau. Hier darfst du jetzt auch schon mit 16 Auto fahren. Ne? Aber es ist so krass, weil du darfst ja mit 21 erst trinken. Und du darfst mit 21 erst in eine Bar gehen, mit 21 erst in einen Club und so. Aber du darfst mit 16 Auto fahren. Das macht so gar keinen Sinn für mich, ne? Weil
du bist für andere Leben verantwortlich und für dein eigenes. Also ich glaube, das macht überhaupt nicht einen Unterschied. Das Lustige ist, dass die Amis dann oft denken, bei uns in Europa ist totale Anarchie. Ich habe so ein paar Freunde, dann sage ich denen so, ne, dann habe ich denen gesagt, hä, wieso, also in, da dürfen wir das Bier mit rausnehmen, wenn wir eine Zigarette rauchen oder, ne, oder im Restaurant sind und man will mal kurz auf die Straße, du kannst dann auch das Bier mit rausnehmen oder dein Glas Wein oder so. Und die sind dann immer so, wow, that must be wild in Germany. That sounds like anarchy, that's crazy. So, und du denkst immer so, ja, du kannst immer Alkohol kaufen, aber deswegen heißt es ja nicht, dass wir alle rund um die Uhr besoffen sind. Natürlich, und darum fahren natürlich auch super viele Leute hier bekifft. So, die gibt es auch im Valley, du fährst einfach ran. Das ist wie ein Drive-Thru. Du bestellst das auf einer App und dann geben sie dir das in der Tüte raus. Dann kriegst du es in der Tüte, die sind auch total nett. Dann gehst du hin und dann kannst du jetzt auf dem Menü vorher alles aussuchen. Das ist ja auch so absurd. Weißt du, die kiffen alle. Ja, ganz kurz unter uns. Ja. Du kennst dich so eine Spur zu gut aus damit, wie es Nein, das Lustige ist, ich kann es dir wirklich sagen, das Lustige ist, ich kann das überhaupt nicht vertragen. Ich vertrage überhaupt kein Weed. Ich kann das wirklich nicht. Wenn ich an so ein Ding ziehe... Alles ich, andere. Nein, aber, also aber wirklich, Weed. Ich kann zum Beispiel, ich trinke dich unter den Tisch. Ich kann, also wirklich, ich kann also 100%, ja. Da bin ich echt trainiert. Aber so ein Joint rauchen, ich bin so breit dann danach und ich will dann auch nicht mehr rumlaufen oder mich unterhalten. Ich werde dann so richtig socially awkward. Ich will dann sofort nach Hause und will dann auf der Couch liegen und mir irgendwie Popcorn reinhauen. Hier würde ich mir jetzt mal trauen, auch kein Ticket zu ziehen. Ich glaube, wir wohnen gleich einer, wir wissen noch nicht ganz genau, ob es ein Instagram Reel oder ein TikTok wird, aber auf jeden Fall einer großen Produktion bei. We were wondering where you posting this. Is this TikTok? We're really excited. We want to see the result. Let's be on Instagram. Oh, Instagram. Yeah. What's your name on Instagram? Oh, mine is Sophia. Sophia? Sophia.Lavon. Okay. Yeah. Right? Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, we're going to check it out. Okay, for sure. Have a lovely trip. Yeah. Thank you. Yeah. Good luck to you guys. Enjoy. Thank you. Get plenty of good footage. Können Sie ein bisschen featuren? Sie ist eine Newcomerin, sie ist gerade am Durchstarten. Aber wir haben vielleicht den Anfang einer ganz großen Karriere mitbekommen. Absolut, und wir können sie ja ein bisschen supporten. Ja. Ja, machen wir. Wir gucken es uns erstmal an. Wir gucken erstmal, ob es gut genug ist, genau, dass wir es auch so sehen. Ja. Wenn es richtig gut ist, dann zeigen wir es jetzt hier an dieser Stelle. Wenn jetzt hier kein Video kommt, dann war es doch nicht so. Dann wisst ihr warum. Dann geht es jetzt einfach so weiter, ohne dass irgendwas kommt. Dann seht ihr uns jetzt einfach hier über die Straße gehen. Ticket. Ich habe kein Ticket. Ich habe es dir gesagt, Kai. Oh Mann. Na, wie viel ist es? Ja. Und du hast gesagt, das ist richtig teuer hier, oder? Also meistens ja. $58? Siehst du? Das war ein teurer Ausflug. Du bist es mir wert. Okay, gut. Okay, zum Glück habe ich ja einen gut laufenden YouTube-Kanal. Die 58, holst du alles wieder rein. Die $58 sind drin. Hm? Immer alles mit der Werbung wieder rein. Zum Glück bin ich nicht nur beim Fernsehen. Farmers Market, oder? Farmers Market, ja. Gehst du da wirklich auch einkaufen? Ich gehe meistens da was essen. Es gibt da so einen ganz süßen Franzosen an der Ecke, der super schmeckt. Da gibt es immer geilen Rosé aus Pommes. Das ist mein Lieblingsessen. So, just so you know, we have the specials today. Appetizer. I'm gonna do French fries. I'm gonna do a glass of rosé. Same, yeah? Okay. Cheese. Aber sehen die Pommes nicht gut aus? Die Pommes sind. Ne? Sehr gut. Okay, kann man machen. Guten Appetit. Guten Appetit. Der delivered zu deinem Haus. Und der fährt ganz allein. Hier ist niemand, der den kontrolliert. Und das ist einfach in der App und er fährt dann zu deinem Haus und bringt dir irgendwas vorbei. Wie oft bist du hier auf Melrose? Ist ja so. Also Fashion
Epic. Also wenn ich hier bin, ich habe immer so zwei Spots, wo ich hingehe. Das ist hier Wasteland auf jeden Fall. Und ich mache hier vor allem Vintage-Shopping. Also alles ja, Vintage oder Secondhand auf jeden Fall. So coole Band-Shirts und so. Ich finde, das ist so ein bisschen Oldschool Fashion District auf jeden Fall. Es ist nicht total fancy, aber man kriegt immer so coole One-of-a-kind Sachen. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, weil du ja vorhin selber gesagt hast, du bist im Grunde, oder ihr seid auf dem Dorf groß geworden, ne? Ja. Wenn ich mir jetzt den kleinen Bill vorstelle, wahrscheinlich schon immer extravagant und ein bisschen anders gekleidet, andere Haare als die anderen. Ja. Du musst ja damals da ein völliger Freak gewesen sein. Ja, ich habe, also für mich war es immer wie ein Alien sein. Ja, also es hat sich immer angefühlt, als ob ich aus dem UFO gefallen bin und bin aus Versehen rausgepurzelt und musste eigentlich noch woanders hin, so ein bisschen. Ja, ja. Aber woher kommt das? Mein erstes Piercing hatte ich in der Augenbraue, das hatte ich schon, als ich bei dir in der Sendung war. Okay, aber so hätte ja sein können, dass du vorher noch was anderes hattest. Und dann mein erstes Tattoo war unser Bandlogo, das sieht mittlerweile total scheiße aus. Guck mal hier. Oh ja, ist ein bisschen ausgeblichen. Genau. Und das war so der einzige Tätowierer, der einen 15-Jährigen tätowiert hat. Und alle meinten, oh nein, mach das nicht. Wer weiß, wie lange es die Band gibt. Und ich habe immer gesagt, ja, ist doch egal, wie lange es die gibt, aber das ist so die Liebe meines Lebens und darum will ich das Tattoo davon haben. Ja, nee, ich war, woher das kommt, ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass Tom und ich uns, weil wir eineige Zwillinge sind, uns doppelt so schnell entwickelt haben wie andere und deswegen auch ein Selbstbewusstsein hatten und uns so ausleben konnten, auch wie wir sind. Ich glaube, wenn ich alleine gewesen wäre das, glaube ich, viel schwieriger gewesen. Wir hatten halt immer einen Partner in Crime, weißt du so. Und ich glaube. Ah, wir sind auch aus Deutschland. Wir sind die ersten Deutschen, die wir heute treffen. Ja. Absolut allergrößter Fan. Warum denn früher und jetzt nicht mehr? Mein Sohn hat mich einfach so durch meine Jugend gebracht. Ich habe mich mit meiner besten Freundin, ohne Scheiß, vor zwei Tagen, wir hatten uns drüber unterhalten, weil wir uns immer angelogen haben, wer die meisten Poster von euch hat. Wow. Ah. Ich hoffe, du hast gewonnen. Ja, ich war eine gute Lügnerin. Ich bin letztens schon mit mir geflogen, ich bin auch bei Lufthansa. Ah. Das war so vor zwei Jahren, ne, vor eineinhalb Jahren, da warst du im Upper Deck auf dem Jumbo. Oh, ja, da warst du mein Gast. Ich muss natürlich mal sagen, wie Upper Deck auf dem Jumbo. Liefst da nicht in der Zeit oder was? Nein. Ach so, weil es Business war. Da gab es keine First. Siehst du? Keine First. War viel besser. War ein Karriere-Team. Da lief es nicht so gut. Wo kommt ihr denn her überhaupt? Aus Frankfurt. Achso, früher war ich war der Fake-Freund. Also du warst für mich und Tom war für meine Freundin, für die Laura. Und Georg und Gustav, die wollte keiner haben. Das wundert mich nicht. Haben wir halt immer gesagt, na okay, komm heute, nimmst du den Georg, ich nehme den Gustav. Und wir haben echt, keiner wollte die. Was für eine unglaubliche Geschichte. Ja, so ist das bei uns. So ist auch ungefähr die Hierarchie in der Band. Also ich und dann kommt lange nichts. Aber das glaubt ja keiner, dass das jetzt eine zufällige Begegnung ist. Das ist ja so, okay, euer Auftritt. Nein, ohne Scheiß, wenn ich jetzt die WhatsApp-Nachricht raussuche, die ist zwei Tage alt und ich mache hier ein Memo und ich sage, ich weiß nicht mal, wie ich drauf gekommen bin und ich habe gesagt, erinnerst du dich einfach noch, wie wir uns belogen haben? Aber nicht um so zwei, drei Poster, sondern ich habe 47 Poster, die so echt, ich habe 54. Guck mal, das war doch noch eine schöne Zeit, als es noch Poster gab, oder? Gibt's ja heute nicht mehr. Es gab ja noch diesen Aufruf bei euch in der Bravo. Als du nach einer Freundin gesucht hast? Ja, und ich war zu jung und ich war so traurig. Ich dachte mir so, oh mein Gott, da haben wir uns neulich drüber unterhalten, dass wir ein großes Casting machen mussten, weil alle von uns eine Freundin gesucht haben. Okay. Und wir mussten... Ach, und wir haben dich nicht ausgesucht. Ich war zu jung. Ah, du warst zu jung. Okay. Ich glaube, Mindestalter war 14. Eigentlich wollte ich heute auch nicht mehr machen. Ich glaube, diese ganze Geschichte hier könnte noch mal Thema im Podcast werden. Ja, ich hatte gerade, wir waren natürlich so bei deinem Style und wo du damals gelebt hast. Ah, aber ja. Ich erinnere mich natürlich auch da zu Zeiten von Star Search. Mhm. Ne? Kamst du ja zu irgendwann mal einen Rock an. Ja. Und so, und das war natürlich schon, wow. Da kommen 12 Jahre im Rock. Ich weiß noch, Hugo Igor Balder meinte damals,
ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer den so angezogen hat. Und dann musste meine Mama, als in der Werbepause noch aufgestanden hat, gewunken, weil er wissen wollte, welche Mama erlaubt das denn, dass er so rumläuft, weil ich ein Piercing hatte und so. Das war für mich so mindblowing. Ja, ich hab damals auch so Sachen selber genäht und zusammengenäht. Hatte natürlich auch keine Kohle, irgendwelche tollen Sachen zu kaufen. Und damit das irgendwie auch eine ganze Menge Selbstbewusstsein. Total. Und ich frage mich ehrlich gesagt auch, wenn ich so zurückgucke, manchmal, wo man sich das so hernimmt. Ich glaube, ehrlich gesagt, war es auch so eine kindliche Naivität. Also ich habe das auch aus einer Naivität gemacht. Ich war auch total überfordert, dass viele Leute das so merkwürdig fanden oder es so viele Fragen danach gab. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob man es merkwürdig fand, aber es war natürlich sehr auffallend. Ja, genau. Ja. Ich fand es immer ungerecht, dass die Mädchen auch so viel Auswahl hatten und dann bist du in die Jungsabteilung gegangen, da gab es immer so zwei Sachen und ich dachte immer so, eigentlich geht es doch nur um die Größe. Also es geht ja gar nicht darum, wer wo einkauft und ich dachte immer, ich war ja eh ein sehr schmaler, dünner, kleiner Junge und mir haben auch die Mädchensachen viel besser gepasst und dann habe ich irgendwie ganz oft dann gedacht, okay, ich ziehe einfach die Hose an, weil ich die viel schöner finde oder ein Rock oder ein T-Shirt. Ja, ich glaube aber viel von dem Selbstbewusstsein kommt auf jeden Fall auch von unserem Zwillingsding, das glaube ich schon. Ja. Es gibt ja auch Tage, wo du wirklich dann ganz sharp schwarz. Total, also ich liebe es mal ganz schick zu sein. Ich, auch da, Stillstand finde ich ganz schwierig, ich mag mich zu verändern, ich langweile mich ganz schnell. Ja. Manchmal gucke ich mir Fotos an vor 3 Wochen und denke, wow, das war ich mal. Und dabei ist es noch gar nicht so lange her. Also, ja, wenn ich auch manchmal mit Freunden länger nicht telefoniere, die haben mich dann an FaceTime und sagen dann so, wow, wie siehst du denn jetzt aus? Ich kriege das gar nicht so mit. Für mich ist das ganz wenig geplant. Ich überlege mir das nicht lange vorher. Es kann auch sein, dass ich morgens zum Friseur gehe und mir die Haare abrasiere oder grün färbe. Das ist für mich wirklich auch Freiheit, Lebensgefühl, einfach Spontanität. Auch. Gibt es irgendjemanden, den du auch mal fragst, kann ich das anziehen? Ja, und meistens, oder auch bei Fotos, ne, frage ich dann schon mal Tom. Auch mal Heidi und wenn die sagen, das, dann ist es sofort das andere. Ich habe das noch so in mir, also so dieses immer Anti, immer gegen das, was andere sagen. Und wenn jemand sagt, das würde ich aber nicht posten oder das finde ich zu... Dann erst recht. Ne? Dann suche ich mir dann immer genau das aus. Und alle sagen mir immer, warum fragst du das denn überhaupt, wenn das sowieso... Und eigentlich frage ich, um die Bestätigung zu kriegen, das andere zu posten, so ein bisschen. Ja, ich glaube, das habe ich so ein bisschen so was Rebellisches dann. Style-No-Gos. Obwohl ich das ganz schwierig finde, weil das ist letztendlich auch für jeden natürlich selber. Es geht immer, finde ich, darum, authentisch zu sein, sich wohlzufühlen. Man kann anderen Leuten keinen Style aufdrücken und viele sagen auch mal, warum ziehst du Georg und Gustav denn nicht mal was an? Und ich denke immer so, warum? Die sind so, wie sie sind. Und die sind eben auch nicht so modeinteressiert und das ist auch total okay. Wir müssen jetzt wirklich mal sagen, Georg und Gustav, ihr seid zwei super Typen. Ich habe gerade so das Gefühl, die haben heute so viel Front gekriegt. Ne? Nein, die sind das gewohnt, Nein. Nein, ihr seid deswegen so super, weil ihr so seid, wie ihr seid. Total. Deswegen, ja. Ich finde das auch, man kann niemanden anziehen und was vorschreiben. Für mich persönlich sind zum Beispiel Sandalen ganz schwierig. Ich finde Sandalen und Flipflops bei Männern so... wäre jetzt nicht meine Nummer 1, aber ich finde ansonsten Farben oder so. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man das stylt und wie man das trägt. Und wenn man selbstbewusst ist und sich wohlfühlt, dann hat man eh einen ganz anderen Ausdruck. Und dann gibt es eigentlich nichts, wo man sagt, so das darf man nicht, das kann man nicht. Das kommt immer wirklich auf die Persönlichkeit an. Aber wir gucken uns jetzt nochmal LA von oben an. Ja. Aber das ist geht ja gleich die Sonne unter, das könnte spannend sein. Ja, wenn man hier wohnt, ist nur so ein bisschen nervig, dass die ganzen Leute den ganzen Tag aus Kalklaume und Bildern vorbeifahren und, und die ganzen und anderen Touristen. Und die ganzen anderen Touristen und alle auf der Suche sind nach dem Perfect Shot. Ja, aber es ist, ich finde, das ist wie Feuerwerk, Sonnenuntergang. Es wird nie alt. So, für mich ist so Sonnenuntergang und Feuerwerk so. Ich liebe auch Feuerwerk. Für mich ist das immer so was ganz Romantisches. Ich kann mich da so drin verlieren, eine Stunde zugucken. Ich weiß noch bei Gustavs Hochzeit. Ich weiß nicht, ob das der Alkoholpegel war oder ob es wirklich so war. Aber für mich war es das schönste Feuerwerk überhaupt. Ich glaube, es war aber auch der erste aus der Band, der geheiratet hat.
ne, wir haben, glaube ich, alle so ein bisschen gemerkt, so, oh, wir werden ein bisschen älter. Ne, so. Früher waren wir immer so die vier Jungs, die irgendwie immer alle unterwegs waren. Auf einmal war da jemand anders. Gustav hat ein Baby gehabt und eine Frau und so. Und ich liebe ja auch die Nacht. Ich muss sagen, ich bin ein totaler Nachtmensch und ich liebe... Also klar, da hat man auch so seine Dämonen und es gibt auch so die... Ich habe zum Beispiel immer Albträume und so. Mhm. Aber ich liebe trotzdem die Nacht. Ich bin so ein Nachtmensch und eigentlich, wenn die Sonne untergeht, dann werde ich so richtig wach und aktiv. Und ich glaube, es ist natürlich auch so ein Musiker-Ding, ne? Weil man nachts dann immer seine ganzen Songs schreibt und so. Und ja, ich finde abends gut. Darum, ich liebe Sonnenuntergang. Und dann das Feuerwerk. Mhm. Ich hoffe, das kommt gleich noch, Kai. Ich hoffe, das kommt gleich. Natürlich. Ich habe noch ein bisschen was vorbereitet. Okay, Leute. Schieß ab. Ja, wann sehen wir denn dein Hochzeitsfeuerwerk? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man kann das nicht planen. Hm. Ist wie mit dem Erfolg und mit dem Nummer-1-Song und so. Ich glaube, das Schöne auch an Liebe ist, dass es so unerwartet ist, ne? Und dass es einfach passiert. Ich bin so ein hoffnungsloser Romantiker. Vielleicht auch zu romantisch, vielleicht ist das auch oldschool wieder, weißt du, dass mir dann das nicht passiert. Aber ich glaube schon. Ich glaube, man kann das nicht suchen und planen. Aber hast du eine Idee, wie deine Hochzeit aussieht? Also ist das, aber ich würde natürlich jetzt sagen, so ja. Also klar, romantisch, ja. Eher fancy, eher ausgeflippt, eher... Ich glaube beides, ne? So wie es auch mit meinen Klamotten ist. Ich glaube, ich hätte es schon sehr schick und irgendwie ne, so Dior-Hut-mäßig in der Kirche. Hast du eine Location vor Augen? Müsste ich jetzt echt eine Weile überlegen, weil es gibt so viele schöne Plätze. Also jetzt nicht so Strand und Barfuß, das wäre, glaube ich, nicht so mein Ding. Ich glaube schon irgendwie was Schickeres. Ja, vielleicht irgendwie echt so ein ganz schickes Hotel irgendwo, aber in der Natur, weit weg, wo man nur mit seinen Allerliebsten ist. Tom und Heidi haben ja auf dem Boot geheiratet. Das war perfekt, das war so der schönste Tag auch in meinem Leben, glaube ich. Bin gespannt. Klingt schon mal nach dem Plan. Ich hoffe, ich bin eingeladen. Ja, ja, also. Naja, also nach dem Video jetzt musst du ja, jetzt geht's ja nicht anders. Nein, ja. Auf jeden Fall. Also ich stehe auch für etwaige Anträge und so weiter. Ich habe noch eine Menge Ideen. Das stimmt, vielleicht hat mir das jetzt auch Glück gebracht, weißt du, mit dir da mal drüber zu reden, mit dem Number One. Ja, absolut. Liebes. Ja, Boten. Boten, überhaupt, ja. Genau. Ja. Ach, guck mal, der Mond ist auch schon da. Ja. Bringt der Tag bei dir noch? Ich bin meistens abends kreativ. Ne? Meistens sitze ich dann da und mache so kreative Arbeit. Ne? Wenn ich irgendwas schreiben muss oder ich schreibe ja total gerne oder auch so Designs für mein Fashion-Label und so, das mache ich alles abends. Also da habe ich dann meistens die Ideen und mache Moodboards und sitze vorm Kamin und schreibe auch Songs oder so. Und das ist so die Phase, wo ich mir eigentlich so Gedanken mache über meine nächsten Projekte und was ich noch so machen will und so und die ganze kreative Arbeit. Am Tag ist dann eher so wegschaffen, so Sachen, die man auch, die also wenn ich zu Hause bin, die gemacht werden müssen. Und abends ist immer so der Moment, wo ich dann meistens kreativ bin und irgendwie die guten Ideen auch habe. Ja. Bin sehr gespannt, was da alles noch kommt. Ja, also es wird nie langweilig. Nee, sowieso nicht. Ne? Nee, war wirklich ein super cooler Tag. Fand ich auch. Ne? Hat echt mega Spaß gemacht. Ja. Ist Wahnsinn, weißt du, manchmal denkt man so. Ich habe auch gedacht, ich weiß so viele Sachen über dich, über euch und dann aber eben auch so viele nicht, wie ich heute erfahren habe. Ja. Also ganz viel Neues auch. Ja. Ja. Und vor allem habe ich mal wieder ein bisschen L.A. gesehen. Ja, sonst nicht raus. Wieder rausgekommen. Endlich hast du mich mal ein bisschen aus meinem Haus rausgetrieben. Ja. Finde ich gut. Ja. Ja. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Ne? Also klar, abonniert Bill auf Instagram, Tokyo Hotel, Tokyo Hotel natürlich auch auf YouTube. Ganz wichtig, ich weiß nicht, ob dir das schon mal jemand erzählt hat, bei YouTube ganz entscheidend, aktiviert die Glocke. Ah. Die Glocke? Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ja. Okay. Weil dann verpasst man keins der Videos. Wäre okay, schade gut. Drum. Wär dann schade aktiviert drum. Die Glocke. Ja. Unbedingt. Ja. Und ich sage euch eins, wenn hier in L.A. die Sonne untergeht, weiß man nie, was da noch kommt. Ne? Aber eins ist sicher, here comes the night. Yeah. Would you lie here next to me and stay up and watch me breathe? While in ecstasy, 'cause when I close my eyes, here comes the night.